Letzte Saison 22 Tore von Sascha Mölders, diese Saison bisher nur 2 Treffer in 10 Spielen. Das Löwenproblem kann man gut am Kapitän festmachen und deswegen muss Mölders auch heute erstmal auf die Bank. Sein Trainer Michael Köllner will ein laufintensives Pressing spielen. Dafür sei der 36-Jährige nicht wirklich prädestiniert. 60 also ohne Mölders. Seine Rolle übernimmt Neuzugang Marcel Beer. Zu Beginn des Spiels sucht ihn gleich mal Philipp Steinhardt. Marcel Beer kam diese Saison von den Braunschweiger zu den Münchner Löwen und hat bisher 2-mal für seinen neuen Verein getroffen, also auch nicht erfolgreicher als Mölders. 1860 macht das Spiel aber zu wenig daraus, schon eine halbe Stunde ist vorbei. München bleibt hängen, bekommt aber die zweite Chance. Philipp Steinhardt wieder zu Marcel Beer. Victoria Berlin kann sich bei Jakob Lewald bedanken, der den Schuss von Beer noch ablocken kann. 0:0 zur Pause. Berlins Trainer Benedetto Musicato will eigentlich Rock'n'Roll-Fußball von seinen Spielern sehen, aber bisher erinnert das eher an schläfrige Kammermusik, was beide Teams hier anbieten. In der zweiten Halbzeit erhöhen die Löwen das Risiko, angetrieben durch Neudecker. Stefan Lex, Pressschlag mit Tobias Gunte. Victoria kann sich nicht befreien, Lex liegt weiter am Boden. Neudecker beschäftigt 3 Berliner, bringt die Flanke und so langsam hat sich einer wieder aufgerappelt, Stefan Lex. Auch Lex leidet unter akuter Abschlussschwäche. Letzter Treffer im Februar, das schmerzt. Wenigstens sind die Münchner Fans jetzt aufgewacht, vor allem weil endlich ihr Liebling den Rasen betritt. Sascha Mölders kommt für Mevey Biancardi. Zuerst muss Mölders aber in den eigenen Strafraum. Ecke Björn Jopek. Berlin bisher ohne richtigen Torabschluss. Aber jetzt Tobias Gunte. 1:0 für den Aufsteiger. Normalerweise bezirzt Victoria die Liga mit ihrem Kombinationsfußball. Diesmal bringt eine schnöde Standardsituation den Erfolg. Ausgerechnet Sascha Mölders passt nicht auf Gunte auf, der sich erst hinter ihm versteckt und dann voll da ist. Die geschätzt 18 Victoria-Fans entzückt. Abschlag von Berlins Torwart Philipp Sprint. Noch eine Viertelstunde zu spielen. Der Ball kommt zurück über Mölders zum eingewechselten Tim Linzbichler. Linzbichler setzt sich gegen Gunte durch. Da ist Lex. Pfosten und von hinten rauscht Mölders heran. Das Grünwalder Stadion explodiert. 1:1. Sascha Mölders hat unter der Woche auf die Mutmaßung, dass er zu dick sei, nur geantwortet, dass die Kritik an seiner Wampe abgeprallt sei. Und jetzt bringt er die Löwen zurück. Er ist der Ausgangspunkt, dann die starke Einzelleistung von Linzbichler. Lex scheitert knapp und Mölders mit seinem 3. Saisontreffer zum Ausgleich. Plötzlich herrscht eine komplett andere Stimmung im Stadion. Ecke, Richard Neudecker. Und wieder Linzbichler. Sprint mit irrer Parade. Salga und Lex kommen auch nicht am Berliner Torhüter vorbei. Und dann ist es abseits. Aber der Kopfball von Tim Linzbichler hätte gezählt. Sprint bewahrt Victoria Berlin vor dem Rückstand. Michael Köllner schickt jetzt seine Jungs nach vorne. Ein Punkt ist viel zu wenig. Die letzten Sekunden der Nachspielzeit. 60 will den Sieg. Dressel, Neudecker und Mölders, gestört von Janis Becker. Wälzt sich vor Schmerzen, bekommt aber keinen Strafstoß und das zu Recht. Kein Foul. Der Joker Mölders kann die Löwen heute nur zum Teil retten. Gibt es ein Gespräch mit dem Trainer darüber? Das ist auch nicht meine Aufgabe, aber das liegt alles nicht an mir. Also der Trainer stellt auf, ich muss es akzeptieren. Michael Köllner hat es nicht leicht in dieser Saison. Ohne Mölders funktioniert es nicht richtig. Mit Mölders auch nur für das 7. Unentschieden im 11. Spiel.